Wenn UFO-Beweise plötzlich auf mysteriöse Weise aus den Archiven verschwinden, der Ausdruck, die Behörden verheimlichen etwas, wird oft wegen seines verschwörerischen Tons belächelt und natürlich kurzsinnigen Fanatikern, Paranoiden und Schizophrenen zugeschrieben. Besonders für UFOs. Es gibt jedoch viele Beispiele in der Geschichte, wenn die ganzen Beweise für die Realität von UFOs plötzlich spurlos verschwanden. Roswell Zwischenfall 1947. Man kann mit dem berühmtesten ufologischen Vorfall beginnen, der sich im Sommer 1947 im Roswell ereignete. Damals fiel in der Nähe von Foster's Ranch in Lincoln County, New Mexico, USA, etwas Ungewöhnliches vom Himmel und stürzte ab. Was auch immer es war, es hinterließ eine riesige Menge seltsamer Trümmer, die über ein weites Gebiet verstreut waren. Und fast unmittelbar nach der Ankündigung des Sturzes des Objekts tauchten Gerüchte über die Entdeckung sehr ungewöhnlicher Körper an der Absturzstelle auf. In kürzester Zeit war Personal des nächstgelegenen Militärflugplatzes vor Ort und hinderte andere daran, sich der Absturzstelle zu nähern. Absperrungen wurden eingerichtet und die Menschen wurden gewarnt, niemals über das zu sprechen, was sie sahen. Das Problem für das Militär war jedoch, dass William Bressel, der Eigentümer von Foster Ranch, der das Wreck zuerst fand, Zeit hatte, natürlich anderen Ranchern in der Gegend sowie seinen Freunden und Familie davon zu erzählen, bevor das Militär informiert wurde, was bedeutete, dass zumindest ein Teil von diesem Fall bei einer bestimmten Anzahl von Menschen bekannt, bevor das Militär alles unter der Überschrift Geheimhaltung abschloss. Damals trat auf dem Militärflugplatz Roswell ein sehr kurioses Leak auf. Bevor der Befehl erteilt wurde, öffentliche Gespräche zu diesem Thema zu verbieten, gelang es dem Pressedienst der Basis, eine Erklärung zu veröffentlichen, wonach eine fliegende Scheibe entdeckt wurde und muss sofort angeschaut werden. Bevor aber diese Nachricht erschien, dementierte das Militär sofort und sagte, das gefundene Objekt sei nichts anderes als ein Wetterballon. Was die angeblich dort gefundenen Leichen betrifft, hat US Air Force die Angelegenheit erst 1997 in Betracht gezogen, als sie erklärten, dass es sich bei den fraglichen Körpern tatsächlich um Crashtests mit den Modelpuppen handelte, die bei Experimenten mit Fallschirmen in großer Höhe verwendet wurden. In den früheren 1990er Jahren änderte die US Air Force erneut ihre Meinung über das, was auf William Bressels Ranch geschah. Es war kein Wetterballon mehr, sondern ein Riesenballon, der die Tests der sowjetischen Atombombe überwachen sollte. 1993 erregten all diese seltsamen Veränderungen in den Aussagen die Aufmerksamkeit von Stephen Schiff, damals ein Kongressabgeordneter aus New Mexico. Schiff war sich sehr sicher, dass die Behörden etwas verheimlichten und wandte sich an das General Accounting Office, kurz gesagt GAO, und bat sie, den Roswell-Fall zu untersuchen und zu sehen, was für Dokumente sich in den Archiven befinden. Die GAO war sehr begeistert von der Idee, Roswell zu erkunden, da auch dort UFO-Enthusiasten darunter waren. Auch trotz ihrer Bemühungen stellten sie plötzlich zu ihrem Erstaunen und ihrer Bestürzung fest, dass eine ganz riesige Menge der Roswell-Dokumente einfach verschwunden war. Insbesondere fanden sie heraus, dass jede ausgehende Nachricht vom alten Flugplatz der Roswell Army von 1945 bis 1951 vollständig aus den Archiven entfernt worden war. Die GAO wandte sich an die US Air Force
und Nationalarchiv, um Antworten zu erhalten, erhielt jedoch keine. Das Nationalarchiv überprüfte später seine Akten und fand auch dort nichts. Dann wurde das Archiv der Air Force überprüft und auch dort stellte sich heraus, dass im Roswell-Teil alles leer war. Dann gab es Gerüchte, dass als Stephen Schiff 1993 eine Anfrage an die GAO schickte, jemand von den Behörden seine Aktivitäten verfolgte und hastig beschloss, alle Originaldokumente in den Archiven zu vernichten. Anscheinend hielten sie die GAO für eine Gefahr, dass sie die Macht hatte, Zugang zu fast allen zu verlangen, wozu sie Zugang haben wollten. Die Vernichtung aller Akten von Militärflugplatz Roswell war möglicherweise der einzige Weg, um sicherzustellen, dass die GAO und der Schiff nichts bekamen, was sie wollten. Und es war nur eine weitere Ebene der Verschwörung, um zu verstehen, was wirklich in Roswell passiert ist. Als Ergebnis kam die GAO zu dem Schluss, dass die Akten tatsächlich von jemandem vernichtet worden waren. Der Kongressabgeordnete Schiff war empört, obwohl das erneut seine Meinung bestätigte, dass die Behörden etwas verbergen. Ähnliches passiert in Großbritannien mit dem berühmtesten britischen UFO-Vorfall des Landes. Vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Der Landung eines außerirdischen Raumschiffs im Wald von Randlesham in England im Dezember 1980. An diesem Vorfall waren zahlreiche Militärangehörige der nahegelegenen Binwaters Air Force beteiligt. Die Soldaten sahen ein seltsames, dreieckiges Objekt vom Himmel herabsteigen. Einem gelang es sogar, die Bordwand zu berühren. All dies fiel natürlich sofort unter das strenge Siegel der Geheimhaltung. Und spätere Versuche von Forschern zu verstehen, was in Randlesham Forest passiert war, ins Stocken geraten, nachdem sich herausstellte, dass eine große Anzahl von Dokumenten einfach wieder aus den Archiven verschwand. Insbesondere in den 1980er Jahren begannen Gerüchte zu kursieren, dass die Behörden in der zweiten Nacht nach dem Vorfall in Randlesham Forest das nahegelegene Highport North Gefängnis evakuiert haben. Dann gab es Geschichten, dass ein anderes Gefängnis, Blondstone, und dass Halsey Bay ebenfalls für die Evakuierung vorbereitet wurden. Dies bedeutete daraufhin, dass in Randlesham Forest etwas viel Ernsteres vor sich ging als eine einfache UFO-Sichtung. Vielleicht bereiteten die Behörden einen Raketenangriff auf ein außerirdisches Schiff vor. Einer derjenigen, die sich sehr für die Ereignisse im Wald von Randlesham interessierten, war nämlich der Lord Hill Norton, der von 1971 bis 1973 Chef des britischen Verteidigungsstabs war. Er bestand auf Antworten nicht nur über den Fall selbst, sondern auch über diese Evakuierungsbefehle. Aber genau wie in Roswell sind alle Dokumente zu diesen Fällen wieder verschwanden. Am 23. Jänner 2001 sprach der inzwischen pensionierte Lord Hill Norton die Frage der Evakuierung im Oberhaus der Regierung an. Hill Norton wollte Antworten auf Anweisungen zur Vorbereitung einer möglichen Evakuierung zwischen dem 25. und 30. Dezember 1980 haben. Auf seine Bitte hin wurden die verfügbaren Aufzeichnungen des Blondstone-Gefängnis und des Halsey Bay überprüft und es wurde überhaupt nichts Seltsames gefunden. Beim Überprüfen der Gefängnisprotokolle von High Point North stellte sich jedoch heraus, dass das Basisprotokoll für Dezember 1980 überhaupt nicht gefunden werden konnte. Die Tagebücher für die restlichen Monate des Jahres 1980 blieben jedoch unberührt. Als man versuchte, eine Erklärung für diese Seltsamkeit zu finden, lautete die offizielle Antwort, dass das Logbuch
vom Dezember 1980 fälschlicherweise zerstört worden sei. Nun ja, natürlich. Lord Hill Norton hörte hier nicht auf. Er forderte in den fraglichen Nächten Zugang zu den Radaraufzeichnungen sogar verschiedener Militärbasen in der Gegend. Baroness Simon of Wernham Dean antwortete, dass alle Aufzeichnungen gelöscht worden seien und es nichts zu sehen gäbe. Der Trend geht eindeutig nach vorne. Weiter wurde entdeckt, dass ein UFO-Videomaterial, das 1956 von einem Militärpiloten im britischen Luftraum aufgenommen wurde, irgendwie wieder zerstört worden war. 1999 beobachtete die Besatzung des britischen Marineschiffs HMC Manchester während einer Marineoperation in der Nordsee massenhaft UFOs. Alle an Bord waren sich einig, dass sie ein großes, rundes Schiff in unmittelbarer Nähe des Schiffes fliegen sahen. Und was denkt ihr? Eine Aufzeichnung dieses Ereignisses wurde in das Logbuch des Schiffes natürlich eingetragen, aber das dann verschwand. Offiziell hieß es, ein ungewöhnlich starker Windstoß habe das Logbuch über Bord getragen. Könnt ihr diesen Unsinn glauben? Ich nämlich nicht so wirklich. Nun auch Australien, wo das örtliche Verteidigungsministerium im Sommer 2011 zugab, eine große UFO-Datei verloren zu haben, die mit Berichten über mehrere Sichtungen gefüllt war. Natalie Carpenter vom National Freedom of Information Office antwortete auf Medienanfragen, dass die Akten nicht gefunden werden konnten und die australische Air Forces gab ganz offiziell bekannt, dass die Akte als verloren geglaubt wird. Leider sagt uns all dies, dass es für uns sehr schwierig ist, authentische Dokumente über UFOs zu finden, da es für die Behörden sehr einfach ist, sie alle zu zerstören, wenn sie dies wünschen.